So, jetzt haben wir heute die beiden schon so rangenommen über ihre Literaturskills. Jetzt wollen wir mal vom Publikum wissen, was die drauf haben. Und zwar machen wir mit euch jetzt Literatur-Zitate raten. Und zwar die rechte Hälfte gegen die linke Hälfte. Wir haben hier schon was vorbereitet. So, kommt mal hier auch mit mir mit. Und ihr müsst mir helfen, ihr seid sozusagen die, seid jetzt so die Betreuer. Du bist jetzt die Betreuerin von dieser, von euch aus gesehen, linken Seite. Du bist der Betreuer von der rechten Seite. Und, ihr euch gut betreut? Und hier werden jetzt gleich Zitate kommen. Und dann müsst ihr ganz theatralisch natürlich auch so ein bisschen eures Skills da noch mit reinlegen, das aufsagen, was hier an Zitat kommt. Und ihr müsst dann, wenn es auf eurer Seite ist, müsst dann das Werk nennen, aus dem das, also nicht nur den Autor, sondern das Werk, aus dem das zitiert ist. Und wenn ihr es schafft, dann macht die Regina für euch auf eurer Seite den Strich. Okay. Du fängst an, also so, ihr fangt an mit dem ersten Zitat. Seid ihr soweit? Okay, und zack. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie Faust. Faust ist vollkommen richtig. Danke. Als wie zuvor wäre es weitergegangen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen. Der kleine Prinz ist richtig. Wow. Ihr seid viel zu gut. Okay, jetzt wird es schwieriger. Oh, wackerer Apotheker, dein Trank wirkt schnell und so im Kusse stark. Romin, Julia, wunderbar. Das hättest du auch gewusst, aber das wäre für die falsche Seite gewesen. Gut, dass du den Mund gehalten hast. Okay, jetzt hier. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber was? Stufen ist richtig. Danke, du warst eigentlich bei der anderen Seite, aber die freut sich trotzdem. Hier, es wird immer schwerer. Aber echt, hinter allem Besonderen steckt etwas Tragisches. Ha. Darf ich Pantomime einsetzen? Okay, die Zeit ist abgelaufen. Es war aber eine tolle, aber es war zu spät. Weil irgendwann muss ja man ja auch mal verlieren. Aber es war toll gemacht. Du kriegst, sagen wir mal, wir machen so einen halben Punkt oder sowas. Wenn es dann unentschieden ist, dann gewinnt ihr mit dem Dorian Gray. Okay, weiter. Und zack. Pass auf mein Herz auf, denn ich habe es bei dir gelassen. Ich glaube, ich habe, Entschuldigung. Aber nee, wir machen, ja okay. Pass auf mein Herz auf, denn ich habe es bei dir gelassen. Huh? Pass auf mein Herz auf, denn ich habe es bei dir gelassen. Kennt ihr nicht die Weltliteratur? Darf ich für ihn auch Pantomime machen? Das ist nicht Oli P. Ja, die sind gut. Nein, Twilight, meine Damen und Herren. Edward sagt es. Dracula. Okay, und jetzt habe ich, glaube ich, eins überblättert. Achso, dann braucht ihr natürlich jetzt nicht mehr raten. Egal. Aber da müssen wir eigentlich jetzt eins mehr. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir schauen einfach mal, was passiert. So, und jetzt zack. Wenn die Bibel sagt, dass das Einhorn mit dir schlafen wird, ist kein Sex gemeint, sondern dass deine Willenskraft ganz spontan aus deinem Inneren erwacht und den Pfad wählen wird. Na? Wisst ihr gar nicht? Das ist Band 5, das Buch des Lichts von Christian Anders. Immerhin. Also ein klarer Fehler hier. Und da hilft dann auch, glaube ich, keine Pantomime mehr. Okay. Gar nichts mehr. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Der Pate, vollkommen richtig. Mein Schatz. Na? Sehr gut. Und ich glaube, The End, das war's. The End. Danke sehr, wer hat gewonnen? The End. Ja, es ist nicht so ganz klar, weil einer fünf... The Doors. Aber ich denke, insgesamt mit zwei Fehlern war dann die linke Seite, ist jetzt eigentlich links. Achso, links ist jetzt Judith. Was? Hat Judith verloren, oder beziehungsweise die Seite verloren? Okay, tja. Das heißt, ihr habt gewonnen! Wunderbar!